So, hallo meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, wir haben uns schon länger nicht gesehen, ich weiß. Und es tut mir ja auch leid. Und in Zukunft wollte ich auch noch ein bisschen mehr zeigen und auch verschiedene Dinge noch. Und mal schauen, wenn ich mir vielleicht mal noch ein neues Handy mal irgendwann kaufe, dann kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr machen, wenn man dann unterwegs ist oder so. Dann denke ich manchmal, oh, jetzt hättest du das aufnehmen können. Das wäre sehr interessant für euch gewesen und solche Sachen. Ja, ich wollte mich erstmal noch mal ganz recht herzlich bedanken für die vielen Geschenke, die ich wieder bekommen habe. Und ja, ihr seid so lieb und das freut mich sehr. Und ich freue mich auch immer auf den Kontakt, den ich mit euch habe. Es macht mir sehr viel Spaß. Ja, im Moment bin ich gerade auch am Gießen von meinen Taschenbabys, das wisst ihr ja. Da habe ich jetzt noch einen Kopf gemacht als Weinerle. Sprich, es gibt Mädchen und Jungs als Weinerle noch mit offenen Augen und mit normales mit geschlossenen Augen. So, und jetzt bin ich gespannt, wie lange die Körper noch durchhalten, weil ich habe schon ziemlich viel Jungs und, na, Jungs noch nicht ganz so viel, weil ich habe eine zweite Form gemacht, aber ziemlich viel Mädchen gegossen. Jo, und ich meine, das ist ein ganz guter Einstieg mit diesen Taschenbabys und ja, und ich fand das einfach, ich selber habe mir das ja so gedacht, es ist viel schöner, wenn man immer was mitnehmen kann. Das ist ein bisschen laut, tut mir leid, das Kitty-Alarm mal kurz einschalten, damit ich mal 5 Minuten Zeit habe für euch. Weil sonst kann ich gar nichts reinstellen. So, ich habe jetzt Händchen gemacht noch für meinen Schatz. Das wird dann, habe ich schon Mädchen gegossen, aber die Mädchen sind auch alle leider Bubu. Also ich weiß nicht, manchmal sind die Formen halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber ist nicht so schlimm, dafür kriegt er sie dann günstiger. Ja, die Arbeit bleibt ja im Grunde dieselbe, deswegen. Und ich wollte jetzt die Hände und die Füße ranmachen. Dann brauche ich jetzt aber mal so einen Schneider, so einen Zwicker. Hier. Der eine Arm ist mir leider auch schon angebrochen beim Backen, aber das mache ich dann ganz zuletzt erst. Dann repariere ich das. So, genau. Jetzt setze ich das an. Hoppala, das ist dann das Käppchen dazu. Das soll der Junge werden. Das Mädchen, wie gesagt, habe ich schon gegossen. Das ist auch diese Größe hier. Die sind natürlich keine Taschenbabys mehr. Also die sind da einfach schon fast zu groß. Also da braucht man schon fast eine große Tasche. Keine kleine. Ja. Und als nächstes habe ich euch ja gesagt, da wollte ich dann so ein kleines Ethnik-Baby machen. Und viele haben mir gesagt, sie möchten gerne würden es gerne als Mädchen sehen, weil ich meine, stimmt ja auch, man kann viel mehr machen, man kann dann auch eine Haarschleife reinmachen und ja, als beim Jungen kann man, beim Ethnik-Jungen, okay, was will man da, gut, man kann schon schöne Klamotten machen, weil ich habe schon wieder Haufen Ideen. Genau, so, jetzt muss ich erstmal schauen, ich glaube, da werde ich nochmal absäbeln müssen. Säbel, Säbel, und beim Popo hat mir auch was nicht gefallen, muss ich mal schauen, ich bin ab. Das war mir zu uneben hier irgendwie hier hinten. Naja, hier das hier hat mir nicht so gefallen. Das mache ich mal noch ein bisschen ab. Also ihr seht, man kann ranmachen und abmachen. Also viele haben mich da gefragt und so, aber das ist kein Problem. Man kann, wenn die Wangen zu viel sind oder hier am Mund zu viel aufgetragen ist, man kann das einfach ein bisschen abmachen. Und danach kann man ja auch noch einmal mit einem feinen Schleifpapier noch mal drüber gehen und kann es dann noch mal ein bisschen glätten. So, genau. Und es tut mir leid mit der Hintergrundmusik, es ist halt so, wenn man, ich habe halt mein Enkelchen da und ich könnte sonst das Video nicht machen, ne? Weil der würde dann hier auch gerne mitmachen wollen und das geht jetzt leider mal nicht, weil ich möchte das Private dann auch schon privat lassen.
wisst ihr ja, das muss ja nicht sein, ne? So. Ja, das hat mir nicht so ganz gefallen, da war ein bisschen zu viel dran. So, ne, und das kann man dann ein bisschen schleifen. Aber mir gefällt es eigentlich, wenn das so ein bisschen dellig ist, wellig. Weil welches Baby ist denn schon glatt? Mir gefallen eigentlich diese Silikonbabys gar nicht, die so arg glatt sind. Das war auch bei der Ulrike so, sie hat schon auch gemeint, sie ist nicht so diese glatt Modelliererin und das ist ja gerade das, was mir ja gefällt, ne? Und das gefällt mir auch an den Realbonds, wenn die Realbonds auch nicht so ganz glatt sind. So, jetzt tue ich erstmal das hier auf die Seite. So, genau. Jetzt muss ich das mal hier ein bisschen abmachen. Also ich backe das nicht immer so hart ein, damit man einmal die Möglichkeit hat, das ordentlich abzumachen. Jetzt muss ich mal schauen. Zwecks der Länge von der Hand. Dann mache ich mal hier noch ein bisschen ab. Ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen. Meine Masse, die tue ich mal hinweg. Ja. Und das Zeug möchte ich da nicht dazwischen haben. So, ich denke mal, ja. Jetzt passt. Jetzt bringe ich das noch an. Ja, am besten ist es natürlich, wenn man alles im Ganzen gleich modelliert, aber es gibt dabei manchmal ein paar Schwierigkeiten. Ach. Und deswegen mache ich das halt gern auch mal so. So. So, dann nehme ich immer gern ein bisschen Vaseline dazu. Weil das verbindet auch immer ganz gut. Bitte nicht zu viel. Nicht mehr, sondern weniger ist mehr. So, dann mache ich so ein paar Bobbles drauf und dann verbinde ich das. Dann backe ich das nochmal ein. Das mache ich jetzt mit den Händen und Füßen, so wie ich das jetzt euch gezeigt habe. Oh Mann, ist das laut. Jetzt hätte ich mich leiser machen sollen. Wollte ich natürlich auch nicht. Ist nicht richtig fest. Musik. Ich habe Musik im Hintergrund. Ja. Mein Enkel Nummer 3. Mein kleiner Liebling. Ich muss mal schauen, dass das auch wieder mit den. Mit den einen Finger keine Schwierigkeit, weil der eine Finger nach oben zeigt. Ich werde wahrscheinlich die Finger einzeln mal gießen. Weil ich kriege da immer Schwierigkeiten mit den Fingern. Da sind immer Luftblasen drin und auch manchmal. Ich weiß auch nicht. Die anderen haben wahrscheinlich schon so viel Erfahrung. Die werden das wahrscheinlich dann also machen. Gut, es ist natürlich immer am besten, man gibt seine Workhouse ab und lässt sie gießen, aber. Ich denke, das ist auch, hat auch ein bisschen was mit Geld zu tun.
selber macht. Klar muss man sich dann auch oftmals, muss man da Lehrgeld zahlen, aber. Aber ich werde diesmal wahrscheinlich die Finger. Extra gießen. Schon das erste Händchen dran. So, dann kommt die Nummer 2. Die Nummer 2. Also ihr seht, man braucht gar nicht sich Gedanken machen, wenn man irgendwie, das geht alles. Pass auf, dass ich das nicht noch mehr kaputt mache hier. Das muss ich dann am Ende noch reparieren, ne? Oh, das Geschlecht haben wir ja noch gar nicht dran. So. Müssen wir schauen. Das stimme ich jetzt. Das ist immer das. Naja, ganz so schlimm wäre es dann auch nicht, aber es ist immer unnötige Arbeit. So. Ja, komm. Sehr lieb. Ziemlich schwierig mit dem angebrochenen Arm, der ist schon ganz schön durch. Der ist schon ganz schön durch, den mal ein bisschen festhalten, ja? Da mache ich mal eine kleine Kuhle rein. Da kann man es besser machen. Na komm, Schatz. Die alte Friemelei. Ich muss noch ein bisschen Knödel drauf tun. Geduld und Spucke. Also wenn ihr meine Videos angeschaut habt, habt ihr schon gesehen, dass ich schon mal nicht so viel Geduld hatte. Und die habe ich leider auch nicht immer. Meine Geduld ist manchmal ein bisschen. Aber ich habe noch etwas davon. Disney Junior zeigt euch jetzt ein.
Finger sehen ganz gut aus. Die zeigen nach unten, das ist auch immer ganz wichtig. Dann müssen sie nur noch in der Form gut rauskommen. Weil bei meinem anderen Baby, ich weiß nicht, da sind die Finger alle total abgekackt. Jetzt kann ich auch bloß für ein Appel ein Ei verkaufen. Naja. Aber gut, wie gesagt, da kommen die halt zum Zuge, die sich die Babys nicht so leisten können. Halt immer wegen schade, du machst ein tolles UAK und irgendwie passt es dann nicht so gut. So, also das ist jetzt super angebracht. Ich muss jetzt bloß noch die Feinheiten machen. Bis das eine Brille mal aufsetzt, würde ich mal sagen. Irgendwie habe ich jetzt einen Nachmittagshänger. Ich glaube, ich werde mir dann mal einen Kaffee machen. So. Seht ihr was? Nee. So. Naja, und jetzt bringe ich das einfach hier ein bisschen glatt. Dann mache ich noch diese Armfältchen rein, hier diese. Hier so ein bisschen so hier und hier. Und dann meine Füßchen ran. Und den Kopf mache ich dann noch an. Dann muss ich das Geschlecht noch anbringen. Und dann, wie gesagt, muss ich noch die Stelle reparieren. Dann bin ich mit dem Baby fertig. Kann ich schon eine Form machen. Und dann, wie gesagt, das nächste wäre dann ein Ethnikmädchen. Mit einer richtigen, schönen, dicken Schmollgusche. Und keine offenen Augen. Jetzt habe ich schon so viele mit offenen Augen gemacht. Da mache ich mal wieder was mit geschlossenen Augen. Und wie gesagt, mal so schwarzes. Da kann man dann verschiedene schöne Farben machen. Schöne braun. Es gibt ja rotbraune, sogar in lila gehend braune Babys und da denke ich schon, dass wir was Süßes hinkriegen. Und natürlich, meine Taschenbabys werden wahrscheinlich mich ewig begleiten, weil ich liebe das einfach und ich mag selber meine Taschenbabys und ich habe auch immer entweder eins mit in der Tasche oder eins immer da, also oder in meiner Nähe. Das brauche ich einfach. Jo, ich spiele mit meinen eigenen ja auch. Und dann kann sie irgendwer haben dann, wenn ich sie fertig habe. Und ich habe jetzt unten mein, ich weiß gar nicht, wie habe ich ihn denn genannt? David oder Daniel? Ich glaube Daniel, gell? Ja, ich glaube Daniel. Der Daniel, und da werde ich auch einen als Mama-Kind behalten, weil der gefällt mir so arg. Und einen Daniel verkaufe ich dann. Muss bloß schauen, ob ich den vielleicht für Sonneberg noch fertig bekomme. Und eine Lina mit Vollkörper habe ich noch zu Hause. Die muss ich auch noch machen. Ja. Mal schauen. Dann habe ich ein bisschen was für Sonneberg. Was ist denn, mein Schatz? Trinken habe ich dir doch gegeben, mein Bruder. Achso, dein Joghurt, hast du den schon gegessen? Ja. Okay. Oh, ich hab da Schiss, dass mir das Ding abkackt hier hinten. Aber Gott sei Dank, ich hab da ja den Draht drin. Und da ist es halt der Vorteil, dass es immer noch dranhängt. Seht ihr das, was ich da so finde? Ja. So. Wie gesagt, dann mache ich dann eigentlich sind oben auch schon Falten drin. Ich muss bloß dann nochmal ringsrum schauen, ob das alles passt. So. Und wie gesagt, am Ende kann man ja die unschönen Stellen noch ein bisschen ausbessern. Und man sagt, das gefällt mir nicht. So.
Also ihr seht ja, wie aufwendig das alles auch immer ist. Und es ist halt, ich weiß, dass es alles sehr teuer ist. Alleine, sagen wir mal so, die Arbeit und die Zeit, die man aufwendet, die kriegt man ja eigentlich nicht bezahlt. Aber es gehört ja mit dazu, dieses ganze Material, schon alleine, wie gesagt, diese Nähmasse hier. Da zahlst du einen Haufen Geld für so ein Stückchen. Sagen wir mal, diejenigen, die halt voll schon viele gemacht haben oder viele machen und schon verkaufen können, damit das gehen. Aber wenn man da erstmal anfängt damit, das ist halt auch schon ganz schön teuer, da muss man schon wirklich tief in die Tasche greifen. Deswegen muss man das halt immer vorher auch wissen. Wenn ich jetzt vorhabe, so Silikonbabys zu machen mit Modeling und allem drum und dran, dann muss ich echt Geld in die Hand nehmen erstmal. So, jetzt schaue ich mir das nochmal an, das okay ist. Ja, das ist ein bisschen unruhig. Moment, also tschüssi. Oh.